Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Against Rome 2 Total War mit mir, dem Tante Günther, bekannt als Günther Shadow. Und ich bin natürlich nicht alleine da, der Mr. Merp ist auch da. Ich grüße dich. Hallihallo, meine lieben Freizeitschrittigen. So, Atropatene hat Schächter eingenommen. Damit ist aber tatsächlich der Drops hier noch nicht ganz gelutscht, muss man wirklich sagen. Denn es könnte nämlich sein, erstmal, dass du hier hochläufst. Oh, das findet Atropatene jetzt schlecht, weil ich da bei denen, ach ja, Junge, das Zipfelchen hier, aber das finden die trotzdem doof, wenn ich da durchlaufe, ne? Okay, und du bist auf dem Weg hier rüber. Aha. Und du könntest ja hier hin, ne? Pass auf, wir betreten die einmal unerlaubt. Das ist doch relativ wumpe, oder? Ne, da ist ja nickes ansonsten. Bereit zum Kampf! Beeilt euch, Männer! Ja. Wie kann ich euch dienlich sein? Angeblich kommt er im Gewaltmarsch nächste Runde bis dahin, ne? Aber das ist doch relativ, naja. Was hat denn der da an Garnisonseinheiten drin? 7 Stück, 2 Steppenbogenschützen, 2 Steppensperrkämpfer. Also insgesamt 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es wäre mir in der Regel lieber, wenn wir auch sehen würden, was er hat, ne? Aber okay, gut, alles klar. Ja, ich glaube, wir schaffen es trotzdem. Weil dann holen wir uns das Ding hier jetzt und der Rest ist dann, glaube ich, ein Fall für die Geschichtsbücher, ne? So, du bist im Krieg mit Atropatene. Dann werde ich nämlich hier direkt mal nachfragen. Liebe Atropatene, wie ist eurem Rufe gebührt? Wenn ich dir anbiete, dem Krieg in die Aorsoi beizutreten. Das findest du ganz gut, ne? Okay. Gibst du mir denn Geld dafür? Eure großzügige Art spricht für euer Volk. Doch leider ist dies nicht nötig. Okay, also das müssen wir ein bisschen anders machen. Gibst du mir 600 dafür? Das findest du gut, ne? Okay. Ich nehme an. Ja, das ist doch schön, Atropatene, ne? Dann, das ist jetzt keine wirklich gute Armee, ne? Aber er selbst hat jetzt halt auch nicht wirklich eine gute Armee, ne? Ja, okay, gut. Ich glaube, das werden wir auch schnell mal auto-resolven, oder? Ist, ja. Oder was ist das für eine Stadt? Das ist am Kaukasus, also ist jetzt nicht in unserer. Okay. Oder? Warte mal, ganz kurz. Lass mal ganz kurz gucken. Sekunde. Moment, ich. Ja, nee, Kaukasus ist ganz. Also, ja, das ist. Ist noch außerhalb. Was ist das Kaspische Meer? Nee, Moment, ich stopp jetzt mich irgendwie doof gerade. Kaspische Meer? Ja, ne, oder? Sag doch einfach, bei welcher Stadt? Samandar. Ich bin gerade doof, ich guck mal gerade nach. Moment, Kaspisches, ja, das ist doch das Kaspische Meer. Ich bin doch, ja, okay, gut, alles klar, danke, ja. Okay. Also, am Kaspischen Meer, ne? So, dann einmal hier, ja. Ja, der hat ja keine Chance, komm, hier machen wir so. Dann besetzen wir das einmal. Wir bereiten ja den großen Clash noch vor, ne? Ja, kann sein, dass der jetzt hier unten noch eine Armee hat. Wenn der den jetzt platt macht, wäre natürlich nicht ganz so schön, ne? Aber gut, du hast erstmal ein Level. Was gebe ich dir? Was sind so gute Fähigkeiten? Hingabe, Erfahrungsstufe. Mach hier bitte das und der Hyginos ist, glaube ich, ein ganz normaler General, ne? Ja. So. Wollen wir das umbauen? Das machen wir erst nächste Runde. Also nicht, falls er doch noch irgendwie mit einer Armee ankommt, dann will ich nicht der Depp sein, der sich damit nochmal rumschlagen darf, ne? War jetzt ein bisschen riskant, aber von nix kommt ja bekanntlich nix, ne? Und, ja, dann baust du mir hier bitte mal was für die öffentliche Ordnung. Vielen Dank.
Und wie wäre es noch mit etwas Geld? Heißt es nicht Geld? Geld, genau. Ich brauche ein bisschen Geld. Also du jellst rum. Ja, und dann hier bitte, dafür reicht die Kohle nicht mehr, ne? Warum soll ich eine Bibliothek bauen? Wer braucht schon Bibliotheken? Okay. Dann, genau, lesen. Wer will denn sowas? Ja. Dann hätten wir nämlich immerhin hier mal zwei Siedlungen. Und das wäre gar nicht so schlecht. Und hier können wir nächste Runde halt Einheiten rekrutieren. Ich glaube, das ist ganz gut. So, ich gebe ab. Moment. Ich habe noch eine Fähigkeit. Sekunde. Hey, der Alpheos. Ich grüße dich. Okay, dann machst du mal bitte das hier. Das Problem ist halt, der muss halt hier nur die öffentliche Ordnung pushen, ne? Wir sind dann momentan hier bei plus 8 alleine durch ihn, ne? Das ist halt schon biestig. Das müssen wir erstmal anderweitig kompensieren, ne? Vorher können wir da gar nicht viel großartig machen. Was bringt die Truppenpräsenz hier? Militärpräsenz bringt hier 6 Punkte. Ja, aber das hilft nicht so viel weiter, ne? Ich könnte ihn ansonsten abordern darüber. Und dann sagen, du gehst hier dazu, ne? Aber der bringt hier auch plus 10 als Bonus. Das ist einfach, ey, die öffentliche Ordnung am Anfang ist halt so eine BITCH, ne? Ja. Ja, Runde beenden. Moment. Oh. Ich bin schon live und wir werden gleich rausfinden. Oh, wirst du angegriffen? Ja, ich werde. Na, dann, kleinen Moment noch. Okay. So, da ist der Günner wieder. Die Arbeitsorganisation haben wir. Der Demophlos wird erwachsen. Wir haben schlechtes Omen, besorgte Bevölkerung. Das war irgendwie zu erwarten, ne? Wegen diesem komischen Redner. Da danke nochmal für diese sinnvollen politischen Events, die wir hier bekommen. Okay, und jetzt will Atropatene auch noch Gabla einnehmen, schätze ich. Gut. Ja, dann, Schwester, lauf doch mal hier runter. Die sind immer sehr prätentiös, meine Spione. So, und du dann einmal bitte hierhin, wenn wir schon dabei sind. Und dann wollen wir mal, gleich gucken. Ja, ich brauche da noch Zugang bei dir, ne? Okay. Ja, also wir sind nicht angegriffen worden. Die Aorsoi stehen hier. Sie haben noch eine Armee. Meine Frage ist halt, ob wir uns da... Also sie wollten eben Frieden mit uns. Gucken wir, ob sie hier Schächter wieder einnehmen und holen uns dann noch Gabala noch mit dazu. ich kann es jetzt schlecht sagen. Also könnte auch sein, dass Atropatene hier mit den 20 Mann hier das Ding da gleich gewinnt, ne? Der rekrutiert halt auf jeden Fall nochmal. Er hat halt fast nur Fernkampfkavallerie, ne? Also, ja. Verdammt gute Frage. Was haben wir jetzt hier noch gekriegt? Wir haben nochmal benötigt Aufmerksamkeit. Die Frau eines eurer Magistrate behauptet, ein junger General habe sich ihr aufgedrängt. Ihr Ehemann ersucht euch nun um Erlaubnis, den jungen Mann zu töten. Den Mord zulassen, weiter untersuchen. Dieser junge Mann hat einen guten Ruf. Es ist merkwürdig, dass er so etwas getan haben soll. Ja, machen wir mal erstmal so. Wir wollen ja aber auch nicht das Opfer jetzt hier, ne, beschuldigen. Ne? Ihr wisst ja, das ist uncool, wenn man sowas macht. Okay. Dann, aber man muss nachforschen. Genau, so einfach geht das ja bei uns nicht, ne? Okay. Also wir haben jetzt das Ding hier, ne? Plus 3 öffentliche Ordnung, na, das ist schon mal deutlich besser. 4% mehr Steuersatz, auch damit können wir was anfangen. Korruption reduzieren müssen wir nicht jetzt, weil unsere Korruption generell noch nicht so hoch ist. Wir sollten uns überlegen, ob wir halt die Hoplitenkaserne halt ausbauen und dann halt eben hier noch das Söldnerlager eben entsprechend aufbohren. Ne? Ich glaube, das ist also so, Militärgebäude ist immer eine ganz, ganz brauchbare Investition hier. Ne? Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Wir machen tatsächlich auch gerade mehr Geld. Wir könnten also sogar überlegen, noch eine weitere Armee aufzustellen. Ja, wir müssen es nicht machen. Also hier bleiben wir auf jeden Fall nochmal in der Provinz stehen. Wir könnten es umbauen.
So, dass du einen Bonus auf die öffentliche Ordnung bringst. So, dass du hier einen Bonus darauf bringst. Und das, da reißen wir ab. Und ich weiß nicht, wir könnten hier so ein, was nehmen wir da? Tempel des Zeus, ne? Der bringt am meisten hellenistische Kultur. Da sollten wir aber erstmal ganz kurz abklären, was die Roxolanen so vorhaben. Also die Skythen finden uns ja gut. Die Roxolanen mögen uns eigentlich auch. Die sind im Krieg mit den Thysageten. Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt euch und regt mich mit euren Worten zu Ärger oder Zustimmung an. Wie ihr wollt. Sie haben eine Häuptlingsfrau. Ich danke euch für das Angebot. Aber wir sind keine Säugarmen. Alter, schwätz doch mal ordentlich. Wir sind keine Säugarmen. Also echt jetzt. Säugarmen. Okay. Habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ich danke euch für das Angebot. Jetzt sagt ihr schon wieder so einen Quatsch, ne? Wir sind keine Säugarmen. Ja, ja, du bist keine Säugarme. Och, Alter. Warum lehnen die das denn ab die ganze Zeit? Kulturelle Abneigung. Krieg mit Aorsoi, das finden die nicht gut. Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt euch. Und regt mich mit euren Worten zu Ärger so, oder Zustimmung dann an. Säugamme, nimm das. Och, ey. Ich danke euch für das Angebot. Aber wir sind keine Säugamme. Mhm. Danke sehr. Ich spüre, so, wie die Götter auf unsere Einigung herablächeln. Ja, ich spüre, wie die Säugammen auf deine Äußerungen herablächeln. Okay. Die Katjaren. Na, ich weiß nicht. Also, okay. Ja. Unerlaubtes Betreten gegen Atropatene. Das hast du, da hast du echt ein Problem mit? Naja, egal. So, Atropatene, dann. Sprecht, mein Freund. Warte mal gerade, wow. Damit wir nach der Art einfacher, ehrlicher Männer zu einer Übereinkunft kommen. Ja, mach mal Militärzugang. Danke. Ich nehme. Wow, okay, du hast gerade eine. Der hat Gassaka verloren. Dude. Das musst du dir zurückholen. Der hat dir gerade deine Hauptprovinz abgenommen. Wow, okay. Das ist schon krass, auf jeden Fall. Also dann, ich weiß nicht, die KI macht wieder so komische Sachen, ne? Dann noch einmal hier hinlaufen, bitte. Reise abgeschossen. Ja, Reise abgekrochen. Okay. Okay. So, und jetzt müssen wir mal ein paar Einheiten rekrutieren, ne? Das geht ja so nicht mehr weiter. So, mal bitte hier in den Gewaltmarsch und ab hier hin. So, super öffentliche Ordnung. Hier ist stabil. Das hier ist auch stabil. Dann kannst du den hier reinpacken. Machst mal Militärausbildung hier. Hallo, danke. So, verbessern wir die Einheit mal gerade noch ein bisschen. Soweit das hier geht. Ne? Okay, supi. Und dann gebe ich, glaube ich, auch nochmal an den Mörb ab. Ja, Haushalt erweitert sich, bla 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 bla. Charaktereigenschaftsbericht. Der Eumelus ist furchtlos und du bist ein Unterschlager. Was auch immer das jetzt für eine Eigenschaft ist. Ah, plus 2 Hingabe. Ja, dann ist ja gut. Wir sind bei 82%. Okay, das ist ja erstmal so ganz gut. Dann kannst du... wo laufen wir denn mit dir hin? Hier sind nur 55% griechisch. Alter. Ich mache mich auf den Weg. Da fragst du dich echt so, woher kommt denn dieser ganze... Woher kommt denn der ganze fremde Kultureinfluss? Naja. Wie dem auch sei, ich gebe ab an den Mörb. Das geht mir aber genau.
So, wir sind dann auch wieder am Start und guck mal, was so jetzt passiert. Was machen denn die... Was machen sie denn? Und was macht Atropatene? Also, wenn die Gabala einnehmen, dann könnte das hier ja nochmal interessant werden, tatsächlich. Ich biete euch diesen Happen an. Und jetzt, wie ein Wolf vor dem Tor, sucht ihr euch besser einen anderen Jagdgrund. Tja, aber die Aorsa haben einfach unfassbar wenige Freunde. Also ich muss das Friedensabkommen nicht unbedingt annehmen. Wir gucken mal lieber. Ich glaube ja auch eher, dass die es nicht mehr so lange machen werden. Es sei denn, die schaffen es jetzt irgendwie hier Atropatene zurückzuwerfen. Okay, da ist echt sonst nichts passiert. Das ist sehr interessant. Die Frau des Magistraten. Ah, wir kriegen drei... Hofadlige. Okay, weitere Untersuchungen ergaben, dass die Frau den jungen General zu verführen versucht hatte und abgewiesen wurde. Tja, dann. Okay, und jetzt steht Atropatene hier, weil die warten. Okay. Gut, dann warte du mal. Und du läufst dann noch einmal hier hin. So, okay, wir müssten also dann, wenn wir das etwas genauer betrachten und uns das überlegen, bauen wir noch einen Versammlungsort hier hin, dann könnten wir bald mal mit dem Typen da raus aus der Stadt, ne, das wäre auch gar nicht so blöd, das bringt Wohlstand durch Handel. Hier kriegen wir Agrarwohl, also Wohlstand durch Landwirtschaft, das ist auch okay. Vielleicht bauen wir aber auch einfach nochmal einen Tempelstufe 1 hier hin, sonst reißen wir die nachher wieder ab, ne? Und, ja, gucken mal. Die Armee hier ist auch gleich eigentlich wieder fit. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Das Problem ist dann halt eher, also, wenn wir sagen, wir nehmen Gabala ein, laufen dann nach Gazaka. Oh mein Gott, okay. Atropatene kriegt halt gerade echt auf die Mütze. Jetzt haben Baktrien den auch noch Raga weggenommen. Dann gehen die aber echt down. Das heißt, dann werden sie versuchen, Schächter zu halten. Und ich muss dann da aber nicht hin. Dann kannst du hier hinlaufen. Ja, genau. Wieder unterwegs. Talkshows und Gigs auf jeden unterwegs. So, und du hier unten aktivierst dann nämlich auch mal. So, jetzt müsste ich dem... Du willst mich gerade veräppeln. Der macht jetzt mehr Nahrung, nachdem ich ihm die Nahrung klaue. Das ist kein Witz. Ich nehme dem Nahrung weg. Der macht jetzt mehr Nahrung als vorher, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, dein Agent ist einfach ein Gönner. Der gönnt gerade heftig, auf jeden Fall. Ja, okay. Müssen wir dann also ein bisschen abändern. Ja. Ist dann halt so. Also, Asamusata ist interessant. Wenn wir sagen, wir bewegen uns hierhin. Ja. Du gehst in die normale Stellung. Wir brauchen hier ein paar Einheiten. So, wir können doch hier jetzt diese... Wir können jetzt hier diese Einheiten rekrutieren. Die sind richtig gut. Die sind richtig, richtig gut. Okay, das ist schon mal ein Anfang, ne? Ja, dann haben wir hier ein bisschen Trash und dann haben wir hier auch noch ein bisschen was Ordentliches, ne? Okay, dann machen wir mal gerade eine Modellrechnung. Wie sieht die denn aus? Also wir brauchen... Auf jeden Fall schon sowas gegen Armenien, sonst haben wir da relativ schlechte Karten. Die schießen auch viel schneller. Wie viel Munition haben die? Naja, genauso viel. Okay, wie viel Geschossschaden machen die? Der Waffenschaden ist aber der Nahkampfschaden, der hier angezeigt wird. Das ist also nicht korrekt. Okay, dann machen wir mal gerade, sagen wir mal, wir nehmen die hier. Und dann würden wir davon noch irgendwie drei nehmen, das würde ja hinhauen, ne? Okay.
Die sind echt teuer. 588 kostet ja gut, die kosten 637, ne? Da spare ich besser noch eine Runde oder so, ne? Und hier bauen wir mal das Ding noch. Dann kriegen wir nämlich noch ein bisschen mehr Kohle. Und hier, ja, da würde ich gerne das bauen. Das können wir nicht machen, weil es zu teuer ist. Ey, Leute, ne? Gebäude in diesem Spiel, die sind einfach so unfassbar teuer, ne? Mhm. Gebäude sind einfach unfassbar teuer. Und dafür bringen sie echt wenig. Ja, du kriegst echt wenig mehr, also ja, wenig Geld zusätzlich dadurch. Ja, und jetzt, ne, also, was würde dann passieren? Also, okay, ich glaube, ich weiß jetzt, warum der mehr Nahrung macht, weil ich nämlich, weil ich seine Stadt hier aufgedeckt habe. Und das habe ich vorher nicht gesehen. Und deswegen macht er jetzt mehr Nahrung, glaube ich. Okay. Ja, dann... ich kann dann also da nicht komplett abhauen. Ich muss dann noch so ein bisschen in der Nähe bleiben. Schwierig. Schwierig hier. Möb, du musst mir mal gerade sagen, hier so für unsere Planung ganz kurz. Ja. Möchtest du dann gerne, dass wir jetzt noch eine Runde machen? Oder bist du schon... hier schon überm Zeitlimit bei dir, weil du ja eine Schlacht hattest. Nö, ich habe kein Zeitlimit. Nee, ich frage, weil du ja eine Schlacht hattest. Ne? Wir machen ja immer so 30 Minuten. Nee, ich bin noch nicht drüber. Noch nicht? Okay, also gut. Ja, dann ist gut. Noch nicht ganz. Okay. Also ich kann noch eine Runde, können wir noch sagen? Okay, ja, dann ist super. Ich glaube, dann bin ich auch so langsam hier fertig, ja. Wir können noch mal kurz reingucken in die Diplomatie. Atropatene geht echt down. Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt euch. Gut, ja, ne, dann gebe ich ab, wenn meine Fähigkeiten verteilt sind. Eumelus. Die besten Namen hier, ne? Mhm. Gut. Ah, Mist, ich habe vergessen, meinen Agenten hier zu aktivieren. Oh, die Roxolanen wollen was von uns. Mhm. Hinterhältiges Pack. Die alten Roxor, ne? Ja, aber echt, ey. Eieieiei. So, zügellose Piraterie. Was wollen wir haben? Flottenrekrutierungskapazität. Weniger Strafe durch Piraten in der Seeregion. Oder, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Komm, dann, dann rekrutieren wir die Piraten, das ist mir sowas von egal. Okay, ja, Gabala hat er eingenommen, es war irgendwie fast zu erwarten, ne? Interessant. Ekbatana ist aber weg, Gazaka ist nach wie vor auch noch weg. Wir könnten also überlegen, ob wir dann doch ein Friedensabkommen mit ihnen machen. So, was sehen wir jetzt hier? Oh nein, hör auf, ey. Alter! Es ist ja einfach nur noch krass und gleich ist Trapezos dann weg, ne? Oh my goodness. Also diese ganze außenpolitischen Verstrickungen hier, die sind schon echt wicked, ne? Und der hat richtig viel Armeen ja da offenbar, ne? Okay, wow. Ja. Starke Sachen, die hier passieren, auf jeden Fall. Krass, krass, krass. Ja. Dann ist eine gute Frage. Aber dann könnten wir hier rein und dann Tushpa erobern. Das wäre dann halt weg. Dann hätte er keine Nahrungsmittelversorgung mehr, ne? Das Ding hier hat auch -3 Nahrung. Wenn er das einnimmt, das wäre gar nicht mal so gut für ihn. Wie viel Nahrung machst du denn insgesamt? 7 Nahrung macht er jetzt. Alter!
Ach so, weil der dem Asamosata abgenommen hat, deswegen macht er jetzt mehr Nahrung. Der hatte da Gebäude drin, die Nahrung verbraucht hat. Ist ja schon irgendwie auch interessant. Okay. Ich wollte schon sagen, der hat Jesus eingeladen, der hat jetzt die Fische vervielfältigt und die Brote. Ja, also so scheint es fast zu sein, ne? Ja, krass, krass, krass. Okay, dann pass auf, dann lauf du mal jetzt hier hin, dann will ich mich gerne sehen, was hier los ist. Aber das ist nur eine Armee. Dann muss die andere Armee gerade auf dem Weg nach Asamosata sein eigentlich, ne? Okay, du läufst mal hier hin, dann klau... Ah, da ist er doch. Da ist er im Gewaltmarsch unterwegs. So, Preisfrage. Wollen wir ihn versuchen zu sabotieren? 57%, komm, einmal. Hey, es hat geklappt. Okay, nice. Sag mal kurz, was hat er jetzt? Hoho, minus 32% Bewegungsreichweite. Warte mal. Ah, ich kann es leider nicht genau sehen, aber ich würde mal spekulieren, wenn er Glück hat, dann kann er nicht so weit mit der Armee laufen und dann kann er Trapezos vielleicht sogar noch halten. Oh mein Gott, das wäre natürlich was. Okay. Gut, dann gehst du bitte einmal hier hin. Es wird marschiert, bis euch die Füße blüten. So, jetzt habe ich tatsächlich wieder super wenig Geld, weil ich eine Agentenaktion gemacht habe, die mich halt irgendwie 600 gekostet hat oder so. Es ist ja kaum teuer, ne? Oh, Jesus Maria. Okay. In Rome Remastered waren und in Rome 1 waren die noch kostenlos, glaube ich, ne? Krass. Also mir ist ja, doch, stimmt. Ja, ja, genau. Ja, ja, da ist das alles kostenlos. Ja, ja. Ja, da hast du vollkommen recht. Also kostenlos müssen sie ja auch nicht sein, aber teilweise, wenn du dir halt überlegst, so eine Agentenaktion kostet so viel wie so eine ganze Hoplite-Einheit, fragst du dich halt auch, sag mal, Junge, gehst du damit in den Puff oder was und feierst eine Party? Das ist auf jeden Fall krass, ja. Nee, warte mal, lass das Gebäude mal in Samanda noch stehen. Tja, ich weiß nicht, ne? Also wir müssen mal gucken, was die Roxolanen da so machen wollen, ne? Und du? Okay, also dann lasst mal kurz überlegen. Eigentlich wollen wir ja hier unten hin. Dann hat er das und das noch. Und dann... Aber Asamosata will er sich nicht zurückholen. Das behalten dann die Kolchis, ne? Mies. Okay, und wir können halt hiervon nicht so viele rekrutieren, weil die halt so teuer sind, ne? Das Leben eines Soldaten. Es ist ein gutes Leben. 4 Stück immerhin. Komm, machen wir. Ist okay. Und dann wollen wir nochmal ganz kurz schauen. Kappadokien, Katjan, Kolchis, Königliche, Skythen. Ja, okay. Makedonien, Roxolan. Warum eigentlich? Warum haben die den Nichtangriffspakt gekündigt? Seid gegrüßt, mein Freund. Können wir den... Nee, setzt willst du nicht mehr machen. Ne? Und regt mich mit euren da haben die mir natürlich nochmal... Da haben die mir natürlich nochmal gut Kohle aus der Tasche gezogen, ne? Okay. Und du bist im Krieg noch mit den Budini. Können wir denn mit dir vielleicht ein Defensivbündnis machen? Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt euch und regt mich mit euren... Hast du keinen Bock drauf? Okay, hast du Bock, seid gegrüßt, mein Freund. Dem Krieg gegen die Aorsoi beizutreten? Mit euren Worten zu ärgern, nee, ne. Okay, hat irgendwie auch keiner. Hat Pergamon vielleicht Lust? Ey, die haben auch Kriege ohne Ende am Laufen. Ich fühle mich geehrt, euch zu empfangen und freue mich, kluge Argumente und geistreichen Witz zu hören. Die haben aber ein Bündnis mit Athen. Eure Worte sind wohl gewählt, doch fehlt es eurem Angebot kläglich an Substanz. Ich finde das immer noch so witzig, dass der Synchronsprecher bei den Griechen der Synchronsprecher von Brad Pitt ist. Das ist irgendwie ganz ulkig. Echt? Ja, das ist der gleiche Synchronsprecher. Also ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber hier bei Pergamon war es zum Beispiel gerade so. Ja, und jetzt zum Abschluss meines Parts dann hier, ne? Ich bin ja dann auch gleich, fertig. Wir wollten ja vorhin, wir haben vorhin nochmal ganz kurz überlegt, ne? Hier kommen ja diese Mali durch die verschiedenen Kulturen immer zustande.
Der Mörb und ich haben da nochmal kurz drüber gesprochen, warum oder wieso das hier in dem Spiel so abgebildet ist, ne? Also tatsächlich die so eine gewisse kulturelle Aversion, kann man tatsächlich sagen, Alter, ich bin hier übrigens innerhalb von wenigen Runden auf 68% runter, das geht viel zu schnell. Egal. Also so eine gewisse kulturelle Aversion, das ist irgendwo normal. Also das sind die ganz typischen Klassiker, ne? Also Ausländerfeindlichkeit und sowas, das hat es wahrscheinlich immer schon gegeben und man kennt das halt auch. Zum Beispiel, ich kenne das noch aus meinen Untersuchungen zu diversen Gesellschaften aus dem 19. Jahrhundert halt auch, ne? Auch wenn die Leute sozusagen schon nationalisiert sind, also die Staatsbürgerschaft haben, sind die trotzdem immer noch allen möglichen Anfeindungen halt ausgesetzt, ne? Also das gibt's halt immer noch. Interessanterweise aber halt in vielen Kulturkreisen funktioniert dieser Vielvölkerstaat ja eigentlich, ne, dieser antike Vielvölkerstaat, wie wir ihn zum Beispiel beim antiken Persien kennen, ja eigentlich ganz gut. In der Regel sind das ja eher häufig Aspekte wie Kulturtransfers, die auch durchaus, nicht nur, aber eben auch durchaus positive Effekte haben können. Und das hat mich jetzt dazu nochmal ganz kurz veranlasst, nochmal schnell nachzuschauen, wie es bei Deutschland aussieht heutzutage. Also so die, aber das ist jetzt nicht eine ganz aktuelle Statistik, aber die aktuellste, die ich finden konnte. Und das ist sehr interessant. In Deutschland leben Einwanderer aus insgesamt 194 Ländern. Die machen insgesamt einen Anteil von etwa 19% der Gesamtbevölkerung aus, mit etwas mehr als 15 Millionen Einwohnern, und davon 8,3%, also oder ne, von den Gesamteinwohnern 8,3%, insgesamt also 6,6 Millionen Einwohner ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Das ist so hochgerechnet gar nicht mal so viel, wenn man bedenkt, dass Deutschland das drittbeliebteste Einwanderungsland der Welt ist. Und interessant fand ich jetzt wiederum, dass dieser Begriff Einwanderungsland für die Bundesrepublik sehr umstritten ist eigentlich oder umstritten gewesen ist, denn klassische Einwanderungsländer, das ist sowas wie die USA, ne? Also die tatsächlich halt sich zu einem sehr, sehr großen Teil eben aus eingewanderten Personen zusammensetzen. Eigentlich etwas, was man nicht unbedingt für die Bundesrepublik annehmen würde. Aber insgesamt heutzutage dann doch auch als Begriff verwendet wird, der, wie gesagt, war früher sehr kontrovers, hat man eigentlich nicht unbedingt angewendet auf die Bundesrepublik. Sie gilt nicht als ein klassisches Einwanderungsland in diesem Sinne. Fand ich eigentlich auch ganz interessant, das mal nochmal nachzulesen. Ich hätte aber insgesamt gedacht, dass der Anteil an eingewanderten Personen und der Nachkommen, muss man jetzt übrigens sagen, bei den 19%, ich hätte gedacht, dass der ein bisschen niedriger ist, aber 19% ist schon fürs drittbeliebteste Einwanderungsland der Welt nicht so wahnsinnig hoch, aber da gibt es natürlich regionale Unterschiede, ne? Also das ist in vielen Gebieten ist der Anteil vielleicht nochmal ein bisschen höher und in manchen ist er halt deutlich niedriger, ne? Ja. Okay, gut, aber ja, das wollte ich nur gerade nochmal so einstreuen hier, ich will das jetzt so gar nicht so weit vertiefen, vielleicht reden wir da in einem anderen Part nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Und dann wünsche ich euch erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete.